leidest unter ständigen Krämpfen, hast schon von Magnesium, Bananen und sogar Gurkenwasser gehört? Dann bleib dran! In diesem Video erkläre ich dir die wahre Ursache für Muskelkrämpfe und was du machen kannst, um dauerhaft diese endlich loszuwerden. Weit verbreitet sind drei Theorien, warum Muskelkrämpfen. Das erste ist ein Ungleichgewicht bzw. ein Mangel von Elektrolyten, wie zum Beispiel Magnesium oder Kalium. Häufig wird dann empfohlen, du solltest einfach mehr Bananen essen. Die Idee, dass Magnesium mangelhaft ist und deswegen du abends Magnesium noch supplementieren solltest, kommt davon, dass Magnesium ein extrem wichtiger Mineralstoff ist für die Nervenübertragung, das heißt für die Anregung von den Nerven auf der Muskulatur und auch von der Muskelanspannung an sich. Wenn du jetzt eine Mangelerscheinung von diesen Mineralen hast, würde eine Fehlübertragung von diesen Nervensteuerungen sein, was zu den Krämpfen führen würde. Leider ist es aber so, dass diese Theorie überhaupt nicht bewiesen werden könnte. Es gibt zahlreiche Studien, die es beweisen, dass es für normale Sportler, aber auch vor allem bei älteren Menschen, es nichts bringt, zusätzliche Magnesium zu nehmen. Abgesehen davon, dass eine Überdosierung auch noch negative Effekte mit sich bringen könnte, macht das Magnesium nichts gegen deine Krämpfe. Die zweite Theorie sagt, dass dein Körper zu viel Salz verloren hat oder dass du zu wenig Salz in deiner Ernährung zu dir nimmst. Die Theorie kommt von einer alten Studie aus den USA. In dieser Studie wurde gezeigt, dass Footballspieler, die während der Saison Gurkenwasser getrunken haben, deutlich weniger Krämpfe hatten als andere Sportler, die es nicht hatten. Andere Studien konnten aber zusätzlich beweisen, dass in akuten Fällen von Krampfanfall die kurzfristige Einnahme von gesalzenes Wasser diesen auch schnell lösen kann. Warum es so ist, wissen wir noch nicht. Auf alle Fälle hilft es im akuten Krampfzustand, mehr Salzwasser zu dir zu nehmen. Nichtsdestotrotz scheint diese Strategie nicht sinnvoll zu sein, wenn du Muskelkrämpfe vorbeugen willst. Die dritte Theorie besagt, dass du zu wenig trinkst und deswegen Krämpfe bekommst. Es wurde angenommen, dass zu geringe Flüssigkeitsaufnahme dafür sorgen würde, dass die Nerven übersensibilisiert werden, wodurch die Krämpfe ausgelöst werden. Ebenfalls hier konnte diese Theorie nicht bestätigt werden. Eine Studie, wo die Sportler 3% von seinem Körpervolumen verloren haben durch Schweiß, hat trotzdem nicht mehr Krämpfe ausgelöst. Auch hier bringt es nichts, mehr zu trinken, um Krämpfen vorzubeugen. Und nun der wahrscheinliche Grund, warum man Muskelkrämpfe hat. Bis jetzt ist die meist angenommene Theorie, dass der Krampf ausgelöst wird durch eine erhöhte Aktivität von den Muskeln selbst und eine zu geringe Aktivität von der Hemmung der Anspannung. Die neuromuskuläre Theorie besagt, dass wenn ein Muskel zu lange angespannt wird, wie zum Beispiel in einem Training oder in einer angespannten Haltung zu lange bleibt, zum Beispiel beim Schlafen, wenn der Fuß angebeugt ist, diese Annäherung von den Muskelfasern dafür sorgen würde, dass der Nerv an der Muskulatur selber überangeregt wird und immer weiter anfeuert. Auf einer Seite hat man jetzt einen Nerv, die Muskelfaser anspannt. Auf der anderen Seite sind dann Rezeptoren an der Sehnen, die eigentlich den Muskel entspannen sollen, die funktionieren zu wenig. Diese Hemmung der Anspannung ist dann verhindert. Durch dieses Missverhältnis zwischen einspannen zu doll an und der andere hemmt zu wenig, kommen dann die Krämpfe. Und was kannst du jetzt machen, um Krämpfen zu verhindern? Ganz einfach, die Hemmung der Anspannung zu erhöhen, damit dein Muskel nicht mehr krampft und endlich wieder locker lassen kannst. Und das erreichst du ganz einfach mit Dehnungsübungen und am besten mit Vorbeugung.
Abends, bevor du ins Bett gehen solltest, versuch mal einfach die Muskulatur, wo du häufige Krämpfe hast, zu dehnen. 3 Serien mit einer anhaltenden Dehnung von 15 Sekunden sorgt schon dafür, dass die Patienten deutlich weniger Krämpfe haben. Vor dem Sport oder abends, bevor du ins Bett gehst, versuch mal einfach die Muskulatur, die dir wehtut oder die bei dir krämpft, zu dehnen. Anstatt weiter Magnesiumtabletten zu nehmen, kannst du einfach meinen Kanal abonnieren. Dadurch bekommst du weitere wissenschaftlich basierte und richtige Informationen für deine Gesundheit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin!